Ist das der noch da? Da ist es. Das Thema ist Russland und Ukraine. Danke. Danke vielmals. Also ich setze ein bisschen an Tom an, gehen teilweise ein bisschen weiter zurück und möchte vielleicht ganz kurz was erwähnen, was Tom vielleicht schon mal andermal gesagt hat. In der Ukraine gibt es ein neues Gesetz, das nennt sich Separatistengesetz. Und zwar kann jeder Mensch diffamiert werden, denunziert werden als Separatist. Er kann dann verurteilt werden. Die Mindeststrafe liegt bei 10 Jahren bis zu lebenslänglich. Ich möchte dann ein paar Worte zu Russland sagen. Es ist wichtig, sich mit dem Land zu beschäftigen, das wir in Kürze angreifen sollen. Und einfach mal zu schauen, was ist das überhaupt für ein Land. Vielleicht kurz zu mir. Ich bin weder links noch rechts, noch weder Kommunist noch Kapitalist oder sonst irgendein Verfechter von irgendeiner Ideologie. Ich bin auch nicht religiös. Und es ist mir ziemlich egal, wer an was glaubt, solange er die anderen damit in Ruhe lässt. Mein Leben ist nicht aufregend, auch nicht langweiliger als das von jedem von euch. Ich war auch nie ein Russland-Freund oder Putin-Versteher. Ehrlich gesagt war mir Putin und Russland im Laufe meines Lebens meistens auch relativ egal. Die Politik des Westens kann einem aber nicht mehr egal sein. In den letzten 10 Jahren habe ich sämtliches Vertrauen in die Politiker, Lobbyisten, Medien oder sonstige Gestalten, die wir als die Führer der westlichen Welt betrachten, verloren. Nachdem mir mein Verstand verboten hat, den lächerlichen, offiziell geschilderten Ablauf der Geschehnisse vom 11. September 2001 zu glauben, fing ich an, die gesamte neuere Geschichte zu hinterfragen. Dieses generelle Hinterfragen war für mich in etwa das Schlucken der roten Pille von Matrix. Und je mehr ich bohrte, desto mehr vervollständigte sich das Bild, das ich befürchtet hatte. In allen Bereichen, die unser Leben beherrschen, sei es Politik, Wissenschaft oder Gesundheit, werden wir manipuliert. Alle Kriegseintritte der USA in den vergangenen 120 Jahren basieren auf einer erfundenen Lüge. Millionen Opfer der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sind Opfer von Lügen, die erfunden wurden, um uns als die blöde Masse der westlichen Welt glauben zu lassen, wir wären die Guten. Ich habe auch ein paar konkrete Beispiele vorbereitet, die lasse ich fürs nächste Mal, aufgrund der doch begrenzten Redezeit heute. Ich fange gleich beim letzten und aktuellsten Beispiel an, nämlich der MH17. Und für diejenigen, die nicht wissen, was es sich hierbei geht, es ist der Absturz eines malaysischen Flugzeuges in der Ostukraine. Okay, passt. Am 16. Juli 2014 fand eine Gipfelkonferenz der BRICS-Staaten statt. In Brasilien übrigens. Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika gründeten bei diesen Treffen unter anderem eine neue, von der FED nicht kontrollierte Weltbank, die sogenannte New Development Bank, und einen neuen, von der FED nicht kontrollierten internationalen Währungsfonds, den Contingent Reserve Arrangement. Allein dadurch machten sie sich zu Verrätern einer Menschlichkeit, sozusagen aus westlicher Sicht. Putins Präsidentenmaschine hatte Verspätung und überflog die Ostukraine circa eine halbe Stunde, nachdem dort offenbar durch ein Kampfflugzeug offenbar eine Passagiermaschine der Malaysian Airlines abgeschossen wurde. Die kleine Fluggesellschaft verlor so innerhalb von wenigen Monaten das zweite Flugzeug desselben Typs. Das erste verschwand im März spurlos über dem Indischen Ozean und wurde nie wiedergefunden. Putins Präsidentenmaschine sieht der abgeschossenen Boeing 777 zum Verwechseln ähnlich. Zweimal Malaysien, ausgerechnet Malaysien innerhalb von ein paar Monaten. Zu Malaysien ganz kurz. 2011 wurden George W. Bush und Tony Blair von einem internationalen Kriegsverbrechertribunal in Malaysien für einen illegalen Angriffskrieg gegen den Irak rechtskräftig verurteilt und zu Kriegsverbrechern erklärt. Die Staaten, die diesen Männern Unterschlupf gewähren, wurden aufgefordert, diese gemäß der römischen Verträge und im Sinne der Nürnberger Prozesse zu verhaften und in den Prozess zu machen. Wie wir alle wissen, ist das leider nicht passiert. Stattdessen müssen sich Menschen, die die Wahrheit sagen, verstecken und dürfen unsere Länder nicht mal betreten. Und diejenigen, die es getan haben, wie Bradley Manning, haben gerade durch eine Geschlechtsumoperation ihre Todesstrafe in eine lebenslange Haftstrafe verwandeln können. Okay, die Entwicklung Russlands unter der Regierung von Präsident Wladimir Putin.
Seit Jahren wird uns ein neues, altes Feindbild geschaffen, Russland. Die Personifizierung dieses Feindbildes ist dabei der russische Präsident Wladimir Putin. Gründe dafür, warum Putin unseren westlichen Machthabern ein Dorn im Auge ist, gibt es viele. Wichtige Gründe sind wohl jedoch die Renationalisierung der für das Land lebensnotwendigen Rohstoffkonzerne, allen voran in den Bereichen Gas, Öl und Wasser in den 2000er Jahren, aber auch die Schaffung der vom Dollar unabhängigen Rohstoffbörse Spimex. Unter der Regierung von Wladimir Putin gewann Russland mehr und mehr an Unabhängigkeit. Während im Westen Nationalstaaten und Nationalstolz immer mehr platt gemacht werden, fanden die Russen zu einem neuen Patriotismus und einem neuen Gefühl der Verbundenheit mit Russland zurück. Das während der Regierungszeit von Präsident Putins Vorgänger Boris Jelzin und vorher im Kommunismus fast vollständig verloren ging. Während Boris Jelzin in unseren Medien überwiegend positiv bewertet wurde, erinnern sich die meisten Russen in erster Linie das einfache Volk mit Schrecken an diese Epoche der Verarmung, der Zerrüttung der staatlichen Systeme, der ausufernden Kriminalität und des massiven Verlustes an internationalem Prestige. Die Öffnung des Landes gegenüber dem Westen brachte zwar eine gute Presse, aber den Bewohnern der Russischen Föderation Chaos und Verarmung. Skrupellose und machtgierige Oligarchen nutzten die Schwäche des Präsidenten Jelzin und seine fast durchgehenden alkoholischen Ausfälle, um das Land auszuplündern und die Staatsschätze an westliche Konzerne wie BP, Shell oder Exxon zu verscherbeln. Putin machte diesem Treiben ein Ende. Mehrere Oligarchen gingen in westliche Länder, wie zum Beispiel nach Großbritannien oder Israel, oder wurden eingesperrt, wie Michail Khodorkovsky. In den darauffolgenden Jahren erfuhr Russland eine einzigartige wirtschaftliche Erholung und nachhaltige Entwicklung, die im Westen gewissentlich und bewusst ignoriert wird, da man hier immer wieder die Märchen erneuert, Länder, die einst Mitglieder des Warschauer Paktes waren, werden ohne die großzügigen Kredite des Westens und ohne die Investitionen von Heuschreckenkonzernen nicht überlebensfähig gewesen. Der blanke Blick auf die Entwicklung des russischen Bruttoinlandsproduktes seit dem Zerfall der Sowjetunion bis in die heutige Zeit zeigt ein klares Bild. Während das BIP Russlands 1991 noch bei 517 Milliarden Dollar lag, fiel es bis zum Jahre 1999 auf nicht einmal die Hälfte, auf 196 Milliarden Dollar. Am 31.12.1999 trat Boris Jelzin zurück und Wladimir Putin übernahm die Amtsgeschäfte des Präsidenten der Russischen Föderation. Bis 2013 wuchs das BIP um über 1000% auf 2130 Milliarden US-Dollar. Damit ist Russland zur sechstgrößten Wirtschaftsmacht der Erde gewachsen, in einem Zeitraum von weniger als 13 Jahren und nach fast einem vollständigen Kollaps. Welche Auswirkungen hatte diese Entwicklung auf die arbeitende Bevölkerung? Während das durchschnittliche Einkommen eines russischen Arbeiters und Lohnempfängers im Jahr 2000 bei gerade einmal 79 Dollar pro Monat lag, stieg es bis 2004 bereits auf 235 und bis 2008 auf 690 Dollar. Heute beträgt es 950 Dollar und liegt damit nahezu in der Größenordnung der meisten mittel- und osteuropäischen EU-Staaten, die einst Mitglieder des Warschauer Paktes waren und dabei weit vor Rumänien und Bulgarien. Diese Entwicklung ist umso erstaunlicher, wenn man bedenkt, dass Russland es geschafft hat, die durch die Öffnung stattfindende Übernahme des westlichen Wirtschafts- und Finanzsystems und die sich in dieser Phase abzeichnende Zuspitzung der nationalen Verschuldungssituation von 99% im Verhältnis zum BIP im Jahre 1999 auf 13,4% im Jahre 2013 zu reduzieren. Jetzt kommt eine ganz interessante Zahl, gerade für diejenigen, die sich mit dem Finanzsystem beschäftigen. Die nominelle Verschuldung Russlands hat sich seit 1999 kaum verändert, lag ungefähr mal bei 200 Milliarden Dollar. Während sich diese im Falle der westlichen EU-Länder im selben Zeitraum im durchschnittlich mehr als verdreifacht hat, im Falle der bis zum Fall des Eisernen Vorhangs nahezu unverschuldeten Staaten des ehemaligen Warschauer Paktes mehr als verfünffacht hat. In den letzten 13 Jahren. Es wird oft so dargestellt mit dieser Relation zum BIP. Das ist eine völlig schwachsinnige Relation. Erstens das BIP tatsächlich teilweise komplett fake dargestellt. Und zum anderen bringt es dem Staat ein BIP grundsätzlich erst einmal gar nichts. Das ist so, als würde ich mein Einkommen mit dem Bruttohaushalt von der Stadt Wien vergleichen. Ja? Mit dem BIP kann ein Staat niemals seine Schulden zurückzahlen, sondern das Einzige, womit er vielleicht immer mal theoretisch was zurückzahlen kann, was in unserem Finanzsystem natürlich weder erwünscht noch möglich ist, ist der Bundeshaushalt oder der Staatshaushalt, wie es in Österreich heißt, weiß ich nicht, das Staatsbudget.
Und da kann man zum Beispiel in Deutschland hergehen und sagen, 2,3 Billionen Euro Schulden stehen ein jährlicher Staatshaushalt von nun knapp 300 Milliarden Euro gegenüber, mit dem sie sowieso schon nicht zurande kommen. Also eine Rückzahlung ist absolut unmöglich. Also mehr als verdreifacht die nominelle Verschuldung der westlichen europäischen Länder in den letzten 13 Jahren. Russland hat sich bis heute zum Abstand größten Gasexporteur und zum zweitgrößten Ölexporteur der Erde entwickelt. Das Land gehört zu den führenden Nationen in den Bereichen der Aluminium-, Stahl- und Eisenproduktion, der Kohleförderung und der Landwirtschaft. Die Russen haben allen Grund, stolz auf diese Entwicklung ihres Landes zu sein. Präsident Putin ist demzufolge und wenig überraschend überaus populär und weist die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung der Russischen Föderation hinter sich. In westlichen Medien wird hingegen die Person Putin mit Diktatoren, Unterdrückern oder gar Tyrannen gleichgesetzt, die sich mit nicht demokratischen Mitteln und gegen den Willen des Volkes an der Macht halten. Da die Völker der Russischen Föderation, wie alle anderen Völker der Erde auch, nur darauf warten, endlich von uns befreit zu werden. Das ist umso bemerkenswerter, da die Wiederwahlen Boris Jelzins, der 1996 gerade einmal noch 4% Zustimmung bei Umfragen erzielen konnte, mit massiver Wahlmanipulation der oligarchischen Kräfte und unter großer Mithilfe des Westens immer wieder durchgeboxt wurden, um diese Phase, in welcher sich die westlichen Konzerne im Zusammenspiel mit den russischen Oligarchen noch schalten und walten konnten, wie sie wollten, und das Land nach allen Regeln der Kunst plündern konnten, aufrechtzuerhalten. Gerade dieses Widerstarken des größten Landes der Erde und das weitestgehend ohne ernsthaften Einfluss der westlichen Bankenelite schürt den Hass und das Bestreben, dieses Land zu brechen. Wie das vonstatten geht, sieht man zum Beispiel in der politischen und wirtschaftlichen und militärischen Demontage strategischer Partner Russlands, Syrien, Iran oder der Ukraine. Ziel ist es, Russland als aufstrebende Macht im Konzert der Weltmächte oder Weltmächte zu brechen. Es ist nicht unähnlich der Situation von 1914, als Deutschland diese Rolle damals spielte. Und nun zu MH17. Wer ist der Täter oder wer sind die Täter? Unter den Medien schreiben und schreien, Putin war's. Der Spiegel maßt sich sogar an, eine Titelseite mit den Worten Stopp Putin jetzt zu verzieren. Grundsätzlich gilt in der Kriminalistik immer, dass unmittelbar nach der Tat nur der Täter weiß, was passiert ist oder was nicht passiert ist. Die ersten, die schrien, dass es Putin bzw. die von ihm befehligten Separatisten waren, natürlich alles in Anführungszeichen, waren die Vertreter der neuen illegalen Putschregierung in Kiew. Das ist nicht sehr verwunderlich, im Krieg wird praktisch immer gelogen. Verwerflich ist jedoch, dass sich unsere Medien wie die Kletten an diese Behauptung heften und diese einfach weiter verbreiten und damit Kriegshetze gegen Russland betreiben, was im Übrigen ein Straftatbestand gemäß § 80 Strafgesetzbuch ist. Für einen mündigen Bürger, der gerne in einem Rechtsstaat leben würde, wäre es wünschenswert, dass im Falle eines Unglücks zunächst eine schrittweise Aufarbeitung der Unglücksursache stattfinden würde. Anstelle von üblen, voreiligen und diffamierenden Beschuldigungen und daran anschließenden Drohungen verhalten sich russische Verantwortliche und Medienvertreter so, wie man es erwarten können sollte, sachlich und auf Fakten bezogen. Am 21. Juli 2014 präsentierten Vertreter des russischen Verteidigungsministeriums, übrigens für alle einsehbar, ist offen auf YouTube zugänglich, diese Pressekonferenz, Fakten ihrer Untersuchungen zu den Vorfällen rund um das Unglück des Fluges MH17. Sie stellten anschließend deren Erkenntnisse den Spezialisten der westlichen Regierungen sowie der Regierung Malaysiens zur Verfügung. Hinweise auf Reaktionen des Westens, überhaupt eine sachliche Antwort, blieben aus. Unvorstellbar aber war, nicht einmal der eindeutig falsche Bericht betreffend eines angeblich russischen Flak-Transports, der sich letzten Endes aufgrund eines einfachen Billboards, das den tatsächlichen Ort der Aufnahme verriet, nämlich in einem Gebiet, das seit Mitte Mai unter Kontrolle der ukrainischen Armee sich befindet, wurde gegenüber der russischen Regierung entschuldigend zurückgezogen. Dieses Video wurde in den Westmedien, also auch in der ARD, ZDF und Konsorten, in ORF und so weiter, tausendfach gezeigt. Und aktuell, MH17, habt ihr aktuelle Meldungen, habt ihr irgendwas gehört? Ja! Schreiber sind noch immer nicht ausgearbeitet worden. Richtig. Also es gibt keine Neuigkeiten. Ich habe mal nachgelesen, gestern meldete zum Beispiel heise.de, dass der niederländische Untersuchungsbericht zwar fertig ist, aber vor September nicht veröffentlicht wird. Warum? Es gab keine Antwort. Ich frage mich, was soll jetzt wieder gelogen, verfälscht und manipuliert werden? Ich zitiere aus Heise:
Die USA wollten aber keine weiteren Daten liefern. US-Geheimdienstmitarbeiter hatten aber mit ausgewählten Medien unter der Bedingung der Anonymität erklärt, dass man keine Beweise für die Beteiligung von Russland oder überhaupt für die Identität der Verantwortlichen besitze. Es gibt einen deutlichen Widerspruch zwischen den Äußerungen der US-Geheimdienstmitarbeiter und dem vom Weißen Haus unterstützten Narrativ. Washington stütze sich weiter vor allem auf nicht verifizierte Inhalte aus sozialen Netzwerken. Ich finde das eine ziemlich üble Geschichte, mit solchen Geschichten einen Weltkrieg zu riskieren. Ich bin sofort fertig. Westliche Medien blieben weitgehend beim Narrativ von Washington und würden trotz mangelhafter Beweislage vor allem auf Russland als Schuldigen zeigen. Schwer nachvollziehbar sei es, dass das Land, das bekannt für die am besten ausgerüsteten und weitreichendsten Überwachungskapazitäten, so weit gesunken ist, unscharfe YouTube-Videos zur Rechtfertigung ihrer politischen Entscheidungen zu zitieren. Ich möchte jetzt noch ein ganz kurzes Zitat bringen. Ich erinnere an die Comics von 2003. Ein Zitat von einer Redakteurin, Jasmin Pazio, Ende Juni, ich finde es einfach passend, es gefällt mir gut, ich möchte euch nicht vorenthalten, ist kurz. Zunächst war es nur ein Unbehagen, dieses Gefühl wuchs, je mehr ich mich mit den Konflikten im Irak, in Afghanistan, in Libyen und Syrien auseinandersetzte, je mehr ich mich nach der Legitimität dieser Kriege fragte, ich sah Länder, die im Namen der westlichen Demokratie zerstört wurden. Westliche Regierungen treten das Völkerrecht im Nahen Osten mit Füßen. Millionen Menschen sterben, leben im Chaos, in Armut und Terror. Ist das die versprochene Demokratie? Sollten Kriege nicht um jeden Preis verhindert werden? Sollten sie nicht das letzte Mittel darstellen? Tatsächlich aber werden sie mit Lügen und aus banalen Gründen entfacht. Wo bleibt die UNO, die Genfer Konvention und wo bleiben die Menschenrechte? Und jetzt zitiert sie zwei Zitate. Ihr könnt euch jetzt schon ein bisschen euren Geist üben und schätzen, von wem die Zitate stammen. Zitat Nummer 1. Der Einsatz von Gewalt kann nur dann legitim sein, ich sage nicht, das ist mein Zitat, ich sage, das ist zitiert sie, also kann nur dann legitim sein, wenn die Entscheidung nahezu dazu von den Vereinten Nationen getroffen oder bestätigt wird. Es besteht keine Notwendigkeit, die UNO durch die NATO oder die EU zu ersetzen. Wenn die Vereinten Nationen wirklich die Kräfte der internationalen Gemeinschaft vereinigen und wirklich auf die Vorgänge in verschiedenen Ländern reagieren können und wenn wir diese Abneigung gegen das Völkerrecht überwinden könnten, dann kann sich die Situation wandeln. Andernfalls wird sie in einer Sackgasse enden und die Zahl der Fehler wird sich weiter vervielfachen. Gleichzeitig ist es erforderlich, sicherzustellen, dass das Völkerrecht sowohl im Verständnis wie in der Anwendung seiner Normen universellen Charakter hat. So, es gibt noch eine Idee von einem anderen Zitierenden. Und die lautet, auf jeden tödlichen Schuss kommen ungefähr 3 nicht-tödliche und hey Leute, das ist einfach inakzeptabel. Wir kümmern uns darum. Das erste Zitat stammt von Wladimir Putin, das zweite von George W. Bush. Als allerletztes, dafür fallen ganz wenige Worte, aber wir wissen, dass im Irak wieder Massenverbrechen stattfinden, wieder Tausende und unzählige Menschen, es weiß in Wirklichkeit keiner, ums Leben kommen, auf bestialische Art und Weise ermordet werden von Terrorgruppen namens ISIS oder ISIL oder wie auch immer sie heißen, die plötzlich aus dem Nichts herabgestiegen sind und dieses Land in Schutt und Asche verwandeln. Und ich habe durch Zufall ein Video oder einen Beitrag gefunden vom 1. April 2014, also relativ aktuell. Dort freuen sich ein paar schwarz gekleidete Soldaten oder Kämpfer, sitzend auf niegelnagelneuen Toyota Hilux Pickups und freuen sich über die neueste Waffenlieferung aus den USA. Es waren Kämpfer der Freien Syrischen Armee gegen das Regime gegen die Regierung von Präsident Assad. Diese Kämpfer, wenn ihr mich fragt, schauen der ISIS zum Verwechseln ähnlich. Und ich möchte da nur ein einziges letztes Zitat bringen, es ist sehr kurz, es stammt vom deutschen Bundeswehrbeauftragten. Es stammt bereits aus dem Jahre 2013 und er sagte, Sekunde, er sagte, bereits seit dem Frühjahr 2013 befindet sich die Freie Syrische Armee als Kampfverband in voller Auflösung und hat ihre Führungsrolle im Kampf gegen die Regierung Assad an dschihadistische Rebellen wie das Terrornetzwerk Al-Qaida eingebüßt. Es ist seit langem bewiesen gewesen und seit langem klar gewesen, dass die Kämpfer gegen Assad in der Regel Terroristen sind
Al-Qaida-nahe Gruppierungen, die bis heute unterstützt werden, und zwar in Syrien mit Waffen versorgt werden, um dann im Irak Massaker zu verrichten. Und wenn Obama heute sagt, dass er seine Flieger gegen ISIS schickt, dann schickt er sie gegen die eigenen Bodentruppen. Ja! Ich danke euch fürs Zuhören. Danke für die Aufmerksamkeit. Super, danke. So, der nächste ist der René.